Mäh. Mäh. So ungefähr tut der, wisst ihr das? Nicht zu schnell, sonst kommt er nicht mehr hinterher. Super, jetzt haben wir noch einen komischen Plagegeist. Ey, 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 ey. Was soll denn das werden jetzt hier? Ich fürchte fast, ich muss das Boot da vorne irgendwie schrotten oder so. Captain Ante. Ich glaube nicht, dass ich da durchkomme. So, dann kommt mal hoch hier. Ja, ihr könnt von mir aus auch unten gehen. Dann gehe ich halt alleine hier oben. Und dann können wir gleich mal wieder alles ein bisschen züchten hier. Jetzt haben wir ja wieder genug Getreide. Wahnsinn, wie weit das Gras schon gewachsen ist hier. Kommen jetzt gleich wieder alle daher marschiert. Die Kühe brauche ich nicht, die schwulen Gockerl hier. Rein hier. Dich brauche ich schon auch noch. Hallo, danke schön. Ich bedanke mich vielmals für Ihre Begeisterung. So, die Hühner wieder raus. Wenn sie wollen. Wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht. Willst du wieder raus? Dann musst du jetzt gleich kommen. Komm. Komm. Ich fordere dich nicht nochmal auf. Dann halt nicht. Und du bleibst gefälligst da. Und dann halt nicht. Ich glaube, ich habe eh schon zwei, oder? Nein, es ist gar nichts mehr dran. Ich dachte, ich hätte da schon was. Alter Mann, wo gehen denn die immer hin? Rein mit dir, rein mit dir. Sehr brav. Hallo? Also, ihr habt schon. Ihr habt schon fertig. Gockerl, Gockerl, mitkommen. Auch wenn du ein Huhn bist, auch mitkommen. Mein Hauptgott dazu machen. Und jetzt dann hier rein. Genau. Dann das du und du noch. Blub. Babyhuhn. Sehr schön. Jetzt haben wir mal alle Sachen hier zusammen. Wunderbar. Very good, na claro. Ich glaube bloß, dass die Dinger da hinten nicht wieder despawnen. Die Kackhühner. So, einmal hier rum. Und dann wieder da rein. Ei, 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 ei. Man sollte Kollateralschaden möglichst gering halten. Eigentlich. Aber was ist schon eigentlich, gell? So. Schauen wir mal zu dem Huhn. Hat noch nichts geleckt. Oh, jetzt wär's beinahe nach unten gegangen. Schauen wir gleich noch hier, bevor es wieder dunkel wird.
Ja, sicher, eh klar. Bauen wir das noch nicht fertig ab. Hast schon recht. Hier und hier. Bisschen Getreide lassen wir jetzt da wegen den Tieren unten. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal schlafen. Was haben wir eigentlich in dieser Kiste noch drin? Zwei Crafting Table, okay. Von hier oben sieht man es recht schön. Die Hühner sind zu klein, um sie sehen zu können. Aber das finde ich ganz cool. Dann haben wir immer alles im Blick. Jetzt müssen wir die halt nur noch immer schön hochzüchten, bis wir da mal so genug haben. Und dann können wir uns da immer schön unseren Lebensunterhalt dadurch verdienen. Zombiefleisch kommt daher. Stein kommt, glaube ich, da oben hin. Moosstein. Glaube ich, habe ich hier noch gar nirgends. Und wenn, dann tue ich das meistens auch immer hier rein. Wobei ich hier schon wieder komplett voll bin. Ja. Oh. Erde. Da. Ne, nicht da. Nicht da, sondern da. Ne, auch nicht da. Auch nicht da. Auch nicht da. Da. Sag ich doch. Sand. Mhm. Erde da hoch. Bisschen was können wir uns mitnehmen vielleicht. Glas tun wir dazu. Und ansonsten 4 Brot. Ja, sollte schon reichen. Schwert, da brauchen wir ein neues. Und Crafting Table. So nicht. Hallo? So. Und ab geht's. Blub. Auf Tauchstation. Man, wir haben noch so viele Baustellen. Wir müssen unbedingt mal, ich möchte es dann irgendwann mal in der nächsten Aufnahmesession oder so, machen wir dann da hinten mal die Redstone-Lampen rein. Die Glowstone Lamps, glaube ich, heißt nicht Redstone Lamps. So. Gut. Machen wir hier mal eine Fackel rein. Und dann sind wir wieder herunten auf unserer Grundebene. Wo wir schon echt sau viel haben. 3 mindestens, 4 mindestens, 5 mindestens, 6 mindestens, 7. 9. 9 Diamanten mindestens. Jetzt allein durch so abbauen. Aber wie gesagt, ich möchte eine Glücksspitzhacke dann verwenden. Bin ich echt mal gespannt, was dann dabei rauskommt. Auf der Xbox-Version habe ich heute, nicht heute, sondern gestern habe ich auch meine ersten Slimes gefunden. Ich natürlich mit dem Schwert drauf, zack, erstmal tot. Ich denke mir, toll. Gleich mal ein paar Slimebälle verloren dadurch. Weil damals durfte man die noch nicht mit dem Schwert töten. Jetzt geht das ja mittlerweile. Aber früher war alles ein bisschen anders. Da sind sie aber, momentan sind sie auch noch völlig nutzlos, die Slimebälle auf der Xbox-Version. Also, ich finde, sie hätten wenigstens die Pistons mit reinnehmen können, also. Es geht schon noch einiges ab. Und das größte Ding ist halt einfach, dass die Welt begrenzt ist. Also, das ist schon irgendwie ein bisschen mies. Aber naja. Was soll man machen?
Spaß machen tut's, also passt's. Und da haben wir schon unseren ersten Slime. Jawohl, da würde ich doch sagen, Erfolg, 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 noch größerer Erfolg. Und warum wir das Ganze eigentlich machen? Deswegen, der größte Erfolg. Stirb. Unseren ersten Slimeball. Mehr ist nicht rausgekommen. Aber ihr seht, es funktioniert. Können wir schon mal eine Sticky-Piste bauen. So. Auch wenn das noch viel, viel Zeit in Anspruch nimmt, bis wir hier diesen Slime-Chunk mal ausgehoben haben. Im Prinzip sind es ja 4 Chunks, was wir hier ausheben. Und dann halt noch auf jeder Seite am Rand komplett einmal rundherum jeweils 3 Blöcke nochmal. Auch nochmal alles. Und alles 4 hoch. Also. Da sind wir jetzt nicht dann morgen fertig oder so. Ich schätze 4-5 Aufnahmesession wird es schon noch brauchen. Mindestens. Ach ja, hier haben wir auch nochmal einen Diamant, stimmt. Von oben kann nichts kommen. Ja. Hier überall die Kohle. Ja, ja. Wir sind genau Level 10. Eigentlich ja, nee, ich muss sowieso, ich glaube, ich muss mal nachschauen, ob welche Stufe die idealste Stufe ist für Glück Spitzhacke quasi. Ich glaube, das war irgendwas mit 22 oder 23, wenn mich nicht alles täuscht, oder eben 32, entweder 23 oder 32, glaube ich, was muss ich mal nachschauen. Und dann müssen wir uns eben bis dahin hochleveln. Und dann können wir uns hoffentlich dann beim ersten Versuch gleich eine Efficiency-Spitzhacke haben. Komm, wie immer. Oder nein, das heißt ja nicht Efficiency, sondern ich sag dazu immer Efficiency. Efficiency ist ja Geschwindigkeit, nicht Geschwindigkeit, sondern, oder doch auch Geschwindigkeit, und dass man andere Blöcke damit auch schneller abbauen kann. Also, so irgendwas ist das. Also damit ich zum Beispiel mit dem Stein Spitzhacke, also mit der Eisenspitzhacke auch ganz normal Erde abbauen kann, so schnell wie mit einer Schaufel quasi. Das glaube ich ist Efficiency, wenn mich nicht alles täuscht. Dann gibt es eben noch Unbreaking, es geben, es nicht kaputt geht. Mir fallen die ganzen Sachen gar nicht ein. Ich weiß es echt nicht, was es da sonst gerade noch gibt. Ja, ist ja auch egal. Muss ich halt nachschauen. Und schon wieder Redstone. Natürlich auch sehr gut, weil wenn wir dann mal Pisten sammeln, dann brauchen wir natürlich viel Redstone. Und Eisen, Eisen ist nie schlecht. Braucht man schließlich auch für Pistons. So. Sind wir schon wieder ganz schön weit?